Hallo zusammen. Oft schreiben mir Eltern, Erzieher und Lehrer mit der Frage, kann man mit Kindern etwas aus Zeitungen flechten? Natürlich kann man das, denn das Flechten von Körben aus Zeitungen fördert nicht nur die Feinmotorik, sondern ermöglicht es auch, aus ganz alltäglichen Materialien etwas Besonderes und Nützliches selbst zu gestalten. Und heute zeige ich euch, wie man mit Kindern und für Kinder diesen hübschen Korb aus Zeitungen flechten kann. Für das Flechten eines Korbes benötigt ihr Karton, Zeitungen oder Werbebroschüren, einen dünnen Stock, zum Beispiel einen Holzspieß oder eine Stricknadel, einen Klebestift, Alleskleber, Schere und eine Form zum Flechten. Und als erstes fangen wir an, die Zeitungsrohre zu drehen. Ich werde dafür Werbebroschüren verwenden. Ich schneide sie in Streifen von 13 cm. Es werden ungefähr 60 solcher Papierstreifen benötigt. Nachdem das Papier geschnitten ist, beginnen wir, es zu Röhrchen zu drehen. Legt den Papierstreifen vor euch aus. Nehmt einen Holzspieß und legt ihn an die untere Ecke des Papiers. Fast parallel zum Papierstreifen, schlagt die Ecke des Papiers um den Holzspieß. Achtet darauf, dass ein Teil des Holzspießes muss über das Papier hinausragen und beginnt, das Papier von der Ecke her um den Holzspieß zu wickeln. Sobald die Ecke gewickelt ist, fährt fort, das Papier bis zum Ende zu drehen. Beim Drehen bewegt eure Hände zur oberen Ecke des Papiers. Am Ende, damit sich das Papier nicht wieder aufrollt, tragt eine kleine Menge Kleber nur auf die kleine Ecke des Papiers auf. Sobald die Ecke geklebt ist, zieht den Holzspieß heraus. Zieht ihn einfach aus dem Zeitungsröhrchen heraus. So ist ein Zeitungsröhrchen fertig. Wiederholt diese Schritte mit jedem Papierstreifen. Wenn ihr Stricknadeln habt, ist das noch besser zum Drehen der Röhrchen. Geeignete Stricknadeln haben einen Durchmesser von 2 bis 2,5 mm. Das Prinzip ist dasselbe. Stricknadeln sind normalerweise länger, stabiler und viel gerader als Holzspieße. Deshalb ist es viel einfacher, Zeitungsröhrchen mit einer Stricknadel zu drehen. Um einen Becher mit einer Höhe von 12 cm und einem Durchmesser von 12 cm zu flechten, habe ich 56 Röhrchen mit einer Länge von 30 cm benötigt. Wenn alle Röhrchen fertig sind, schneiden wir aus Karton zwei runde Böden in der Größe des Bodens unserer Form aus. Diese Kartonkreise werden der Boden des Korbes sein. Jetzt kleben wir die Röhrchen zwischen die beiden Kreise. Wie viele Röhrchen benötigt werden, hängt von der Größe des Bodens ab. Am besten ist es, einen Abstand von 1,5 bis 2 cm zwischen ihnen zu lassen. Es ist wichtig, dass die Anzahl der Röhrchen ungerade ist.
zum Beispiel 9, 11, 13, 15, 17, 19 und so weiter. Ich habe mich entschieden, 15 Röhrchen zu nehmen und wir verteilen die Röhrchen kreisförmig wie Sonnenstrahlen. Wenn alle Röhrchen an Ort und Stelle sind, tragen wir noch mehr Kleber auf und legen den zweiten Kartonkreis oben drauf. Drückt ihn an und lasst ihn trocknen. Wenn der Kleber getrocknet ist, könnt ihr mit dem Flechten beginnen. Wir werden um unsere Form herum flechten. Damit die Form nicht verrutscht, bindet sie mit Fäden an den Kartonboden. Jetzt hebt die Röhrchen nach oben. Ich zeige euch, wie ihr es so macht, dass der Kartonboden nicht sichtbar ist. Ihr könnt an jeder Stelle beginnen. Biegt ein Röhrchen am Boden und führt es unter das benachbarte Röhrchen. Sobald das Röhrchen unter dem benachbarten Röhrchen ist, biegt es wieder nach oben. Nachdem ein Röhrchen nach oben gebogen wurde, wiederholt ihr dieselben Schritte mit den anderen Röhrchen. So wird der Kartonboden nicht sichtbar, weil die Röhrchen zuerst zur Seite und dann nach oben gehen. Die Röhrchen, die vertikal stehen, nenne ich Ständer. Um den letzten Ständer nach oben zu bringen, schiebt ihn einfach in die Schlaufe des ersten Ständers. Sobald alle Ständer vertikal sind, beginnt ihr, die Wände des Korbes zu flechten. Ihr könnt an jeder Stelle beginnen. Markiert den Ständer, mit dem ihr das Flechten beginnen möchtet. Und mit einem neuen Zeitungsröhrchen beginnt ihr, die Wände zu flechten. Jedes Zeitungsröhrchen hat ein breites und ein schmales Ende. Das breite Ende führt ihr hinter den markierten Ständer und lasst ein kleines Schwänzchen. Drückt den Schwänzchenanfang mit einem Ständer fest, damit er nicht herausrutscht. Mit dem langen Teil des Röhrchens führen wir es abwechselnd vor und hinter den nächsten Ständer, gegen den Uhrzeigersinn. Also wechseln wir ab, vor dem Ständer, hinter dem Ständer. So machen wir weiter, bis das Röhrchen kurz wird. Sobald das Zeitungsröhrchen kurz wird, müsst ihr es verlängern. Das ist sehr einfach zu machen. Tropft einen Tropfen Universalkleber in das breite Ende eines neuen Zeitungsröhrchens. Und steckt einfach das kurze, schmale Ende des alten Röhrchens in das breite Ende des neuen Röhrchens bis zum Anschlag und fahrt mit dem Flechten fort. Sobald wir die Markierung erreichen, bedeutet das, dass eine Reihe geflochten ist.
In der neuen Reihe ändert sich nichts. Führt das Röhrchen einfach weiterhin abwechselnd vor und hinter dem Ständer. Durch die ungerade Anzahl der Ständer verschiebt sich das Muster in jeder Reihe von selbst und ihr müsst nichts zusätzlich machen. Das Flechten geht so weiter gegen den Uhrzeigersinn mit nur einem Zeitungsröhrchen. Wenn ihr dennoch eine gerade Anzahl von Ständern habt, werden die Wände des Korbes abwechselnd mit zwei Röhrchen in diesem Muster geflochten. Im Beschreibungstext zu diesem Video findet ihr einen Link zu meinem anderen Tutorial, in dem ich ausführlich zeige, wie man dieses Muster mit einer geraden Anzahl von Ständern flechtet. Ich möchte auch einen kleinen Tipp teilen. Um schneller die Röhrchen zu verlängern, tropft Kleber in mehrere neue Zeitungsröhrchen auf einmal. Haltet sie griffbereit, um sie sofort zu verwenden. Übertreibt es aber nicht und füllt nicht zu viele Zeitungsröhrchen auf einmal mit Kleber. Ihr müsst die Zeitungsröhrchen verwenden, bevor der Kleber darin trocknet. Deshalb fangt mit einer kleinen Anzahl an. Im Laufe der Zeit könnt ihr selbst bestimmen, wie viele Zeitungsröhrchen ihr vorbereiten könnt. Ich empfehle, in den ersten Reihen darauf zu achten, dass die Ständer gerade stehen. Am Anfang können die Ständer wackeln, deshalb solltet ihr sie richten, damit sie gerade bleiben. Nach einigen Reihen werden die Ständer von selbst in einer vertikalen Position bleiben und ihr müsst sie nicht mehr halten. Flechtet weiter bis zur gewünschten Höhe. Sobald die gewünschte Höhe des Korbes erreicht ist, flechten wir bis zum markierten Ständer. Dann nehmen wir die Form heraus. Beginnen das Flechten abzuschließen. Das erste, was wir tun müssen, ist das Röhrchen, mit dem wir geflochten haben, zu verstecken. Wir werden es innerhalb des Geflechts verstecken. Biegt das Röhrchen seitlich am Ständer nach unten. Um das Röhrchen leichter zu verstecken, öffnet das Geflecht ein wenig mit einem spitzen Gegenstand, wie einer Schere oder einer dicken Stricknadel. Öffnet das Geflecht etwas links vom Ständer. Jetzt steckt das Röhrchen in die entstandene Öffnung. Wenn das Zeitungsröhrchen ziemlich lang ist, schneidet es einfach schräg ab, sodass ein kleines Schwänzchen übrig bleibt. Und versteckt den restlichen Schwänzchen im vorbereiteten Platz innerhalb des Geflechts. Das war's. Das Röhrchen ist versteckt und ragt nicht mehr heraus. Der Korb ist fast fertig. Es bleibt nur noch, die vertikalen Ständer zu verstecken. Man kann die Ständer einfach abschneiden, aber das sieht nicht ordentlich aus. Ich bevorzuge es, sie zu verstecken. Versteckt die Ständer auf die gleiche Weise, wie wir das horizontale Röhrchen versteckt haben. Das Prinzip ist sehr ähnlich. Bereitet zuerst den Platz links vom Ständer vor. Dann biegt den linken Ständer nach unten. Schneidet die überflüssige Länge ab und lasst einen kleinen Schwänzchen übrig. Und steckt den Schwänzchen in den vorbereiteten Platz im Geflecht. So müssen alle vertikalen Ständer versteckt werden.
Irgendwann dachte ich, es wäre toll, dem Korb die Form eines Tieres zu geben. Deshalb beschloss ich, dass es eine großartige Idee wäre, Ohren zu machen. Die Ohren können genau aus den Ständern gemacht werden. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist zu entscheiden, wo die Ohren sein sollen. Und den Ständer an einer etwas anderen Stelle zu biegen. Biegen Sie den Ständer etwa 3 cm über der Höhe des Korbs. Und versteckt das Ende des Ständers ebenfalls im Geflecht. So entsteht ein Dreieck, das an das Ohr einiger Tiere erinnert. Ich habe mich entschieden, einen kleinen Abstand zwischen den Ohren zu lassen. Deshalb verstecke ich die nächsten beiden Ständer dicht am Geflecht. Das zweite Ohr wird nach dem gleichen Prinzip wie das erste gemacht. Die Ohren sind fertig. Jetzt verstecken wir die restlichen Ständer. Lasst euch nicht von der Stelle stören, an der das Röhrchen versteckt wurde, mit dem wir die Wände geflochten haben. Der Ständer wird auf die gleiche Weise versteckt wie alle anderen. An dieser Stelle werden 2 Enden der Zeitungsröhrchen versteckt sein. Am Ende wird dieser Ort fast unsichtbar sein. Das letzte vertikale Ständer wird ebenfalls im Geflecht versteckt. Es ist sehr einfach zu bestimmen, wo das Ende des Ständers versteckt werden soll. Schaut einfach auf die Wand des Korbs und ihr seht einen vertikalen Ständer, links von dem der letzte vertikale Ständer versteckt werden sollte. Das war's. Der Korb ist vollständig geflochten. Jetzt könnt ihr den Korb dekorieren und in leuchtenden Farben bemalen. Ihr könnt jede Art von Farben und Färbemethoden verwenden. Ich habe mich entschieden, Bau- und Acrylfarben zu verwenden, weil ich keine anderen habe. Aber jede Farbe ist geeignet. Es ist jedoch besser, wenn die Farben dick sind und den Korb nicht zu sehr durchweichen. Da dieser Korb auf die einfachste Weise geflochten wurde und die Zeitungsröhrchen vor dem Flechten nicht behandelt wurden, ist der Korb nicht vor Feuchtigkeit geschützt. Daher sollte die anschließende Pflege des Korbs sehr schonend sein. Das bedeutet, einfach gesagt, der Korb darf nicht mit Wasser gewaschen werden. Die beste Pflege für diesen Korb ist eine trockene Reinigung.
Das ist der größte Nachteil dieser Flechtmethode ohne Behandlung der Zeitungsröhrchen. Aber der große Vorteil ist, dass diese Methode sehr einfach, zugänglich und schnell ist. Sie eignet sich perfekt für Anfänger, die schnell und ohne großen Aufwand einen Korb aus Zeitungen herstellen möchten. Außerdem ist genau diese Methode des Korbflechtens auch ideal für Kinder. Schreibt mir übrigens in die Kommentare, wie ihr denkt, für welches Alter dieser Flechtmethode geeignet ist. Ich denke, dass Kinder ab 9 Jahren mit diesem Projekt selbstständig zurechtkommen können. Und für jüngere Kinder ist es besser, mit Erwachsenen zu flechten. Aber ich könnte mich auch irren. Deshalb ist eure Meinung und Rückmeldung für mich sehr wichtig. Ich finde nämlich, dass diese Art von Handarbeit eine großartige Möglichkeit ist, Zeit mit Kindern zu verbringen. Und ehrlich gesagt, möchte ich noch ein paar Tutorials mit sehr einfachen Projekten erstellen, die Kinder und ihre Eltern zu kreativen Projekten mit Zeitungen inspirieren könnten. Wenn euch diese Idee gefällt, schreibt es in die Kommentare. Das ist alles von mir. Ich wünsche euch kreative Erfolge. Bis bald in neuen Videos. Tschüss!